herzlich zur Pressekonferenz des Bündnisses Münster gegen TTIP. Wir wollen heute über TTIP und über CETA sprechen. Wir wollen darüber sprechen, warum wir das tun. Also gegen CETA und TTIP zu demonstrieren. Wir wollen darüber sprechen, wie wir das machen. Und wir wollen darüber sprechen, ob wir auf der Gewinnerstraße sind oder doch alles doch nicht so gut aussieht, wie man das vielleicht vermuten könnte, wenn man die Tagesschau oder die Medien durchguckt. Mein Name ist Jörg Rostek, ich bin Pressesprecher von Münster gegen TTIP, genauso wie Hannes Träger, der links neben mir sitzt. Ich begrüße außerdem Mechthild Köhlemann von unserer AG-Aktion und Cody Legges von unserer AG-Aktion. Heute ist der 1. September 2016. Warum sage ich das? Denn es gibt eine ziemlich gute Nachricht. Denn am 2. September 2014 hat sich das Bündnis Münster gegen TTIP das erste Mal getroffen. Das heißt, morgen wird das Bündnis Münster gegen TTIP 2 Jahre alt. Und wenn man so zurückblickt, was in dieser Zeit alles passiert ist, dann ist das schon eine ganze Menge. Wir haben erlebt, dass 3,5 Millionen Menschen bei der Europäischen Bürgerinitiative mitgemacht haben und gegen CETA und TTIP unterschrieben haben. Das war schon am, 2015? Im Oktober 2015 eine Riesendemonstration in Berlin mit 250.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Da haben wir Busse hin mobilisiert, das war unglaublich schön. Mittlerweile haben sich über 2000 Kommunen gegen TTIP und CETA ausgesprochen. Über 70% der Menschen in Deutschland sind ebenfalls gegen diese beiden Abkommen. Erst vor kurzem haben 125.000 Bürgerinnen und Bürger eine Verfassungsklage gegen CETA eingereicht. Heute um 17 Uhr wird es eine Demonstration vor einem Hotel geben, in dem die SPD sich trifft, in der SPD-NRW, um über CETA zu sprechen, denn sehr bald der SPD-Konvent, darüber können wir vielleicht auch nochmal sprechen. Und am 10. September wird es eine Demonstration in Münster geben, über die wollen wir noch sprechen. Und am 17. September wird es eine große Demonstration in Köln geben und eine Demonstration geben. Am 20. Ja, Mechthild, Gabriel hat jetzt gesagt, TTIP wäre de facto tot. Und der französische EU-Handelsminister, wenn ich richtig informiert bin, will in Bratislava demnächst den Stopp der TTIP-Verhandlungen fordern. Haben wir es gewonnen oder nicht? Ja, ich glaube nicht. Was TTIP angeht, können wir erstmal zufrieden sein. Aber dennoch ist es beunruhigend, dass wir haben jetzt immer so viel gegen TTIP informiert und haben eins soweit vergessen, dass CETA schon viel länger in Arbeit war und zu Ende verhandelt worden ist. Und Herr Gabriel kann locker jetzt TTIP als gescheitert erklären, denn er weiß ganz genau im Hintergrund, CETA steht kurz vor der vorläufigen Einführung durch die EU. Und das ist für uns eher bedrohlich, weil die Leute, die sich für uns interessiert haben, nur auf TTIP fixiert waren und nur das beobachtet haben und gar nicht darüber informiert sind, dass CETA im Grunde genommen das Freihandelsabkommen zwischen Europa und Kanada genau die gleichen Inhalte wie eine Sondernebenjustiz für Großkonzerne, die dann wohl Großkonzernen eben dadurch ebenso die Möglichkeit gegeben ist, in die Gesetzgebung Eingriff zu nehmen und Umweltschutz, Verbraucherschutz und unsere Gesetzgebung zu beeinflussen, dass es genauso gegeben ist. Also wenn CETA durchkommt, brauchen wir TTIP überhaupt gar nicht mehr. Denn jedes Großunternehmen kann in Kanada eine Dependance gründen und darüber auch genau die Staaten verklagen. Es heißt zwar nicht mehr Schiedsgerichte, es heißt jetzt Investitionsgerichtshof mit angeblich professionellen Richtern besetzt, aber dennoch handelt es sich um eine Paralleljustiz, wo ich glaube, dass das nach wie vor völlig überflüssig ist. Wir haben eine funktionierende Justiz und auch dieses Abkommen ist hinter geheimen Türen verhandelt worden. Es waren also nur Lobbyisten der Großindustrie mit am Tisch, die ihre Wünsche äußern durften, während von der Öffentlichkeit, von Parlamenten
keine Vertreter dabei waren. Also ist, im Gegenteil, die Gefahr ist gerade auch gewachsen, weil sich viele Bürger, die wir schon informiert hatten, jetzt meinen, wir hätten das Problem gelöst. Also wirst du dich nicht als baldige Gewinnerin? Nein, noch lange nicht. Also wenn lange CETA, also derartig jetzt ganz akut uns gefährdet, gar nicht. Im Gegenteil, dadurch, dass diese Beruhigung eingetreten ist über Herrn Gabriel, der immer inbrünstig verkündet, TTIP ist vom Tisch, ist die Gefahr gewachsen. Und ich glaube, dass das, was wir bereits an Aufklärung geleistet haben, ich habe selber erlebt, dass ich mit Leuten im Gespräch war, die mir gratuliert haben, dass TTIP jetzt offensichtlich gescheitert ist und dass wir uns ja jetzt zurücklehnen können. Und das hat mich noch einigermaßen besorgt, denn CETA ist genau das, was wir alle auch nicht wollen, Sonderrechte für Großkonzerne, genau wie in TTIP. Jetzt ist vielen Leuten vielleicht gar nicht klar, wie nah CETA schon an einer möglichen Ratifizierung ist, an einer sogenannten vorläufigen Anwendung. Und Hannes, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie dieser Weg jetzt aussehen wird, also von heute ab bis dahin, wo es dann möglicherweise schon zu spät ist. Ja, also zunächst möchte ich Mechtel da auf jeden Fall beipflichten. Also ich hatte auch das Gefühl, dass jetzt die letzten Tage in den Medien auch sehr starken Ablenkungsmanöver stattgefunden hat, weil man eben nur noch über TTIP spricht und das drohende Scheitern von TTIP. In Wirklichkeit ist TTIP noch nicht gescheitert, das muss man natürlich dazu sagen. Und noch, was noch viel gravierender ist, dass eben CETA kurz vor dem Abschluss steht. Und das hängt eben damit zusammen, dass die Europäische Kommission, aber auch die Regierungen, die dort ja auch Einfluss haben, die nationalen Regierungen in Europa, angekündigt haben, das CETA-Abkommen im Oktober vorläufig in Kraft zu setzen. Das würde dann bedeuten, also es wurde ja viel diskutiert, sollen auch die nationalen Parlamente darüber abstimmen. Das würde dann bedeuten, dass sozusagen diese Frage erstmal in den Hintergrund tritt und erstmal wahrscheinlich im Oktober dieses Abkommen CETA vorläufig in Kraft gesetzt wird. Ohne dass irgendein deutscher Abgeordneter sowohl im Bundestag, aber auch der Bundesrat sozusagen darüber abgestimmt haben wird. Und da ist natürlich dann eine große Gefahr, weil das ist natürlich das, was Mechtel auch gesagt hat. Also 80% der Firmen, die in Europa, der US-Firmen, die in Europa tätig sind, haben eine Niederlassung auch in Kanada. Das heißt, sie können diese Schiedsgerichte sozusagen nutzen, um beispielsweise bestimmte Standards in Europa zu umgehen bzw. anzugreifen. Und warum ist CETA so gefährlich? Also es hat auch Einfluss auf die Kommunen hier vor Ort, es hat auch Einfluss auf Münster. Beispielsweise, wenn ein Betreiber eines privaten Krankenhauses sagt, die deutschen Auflagen, die vielleicht sozusagen eher patientenfreundlich organisiert sind, die sind mir zu hoch, die sind mir zu streng. Man könnte dann sozusagen als US-Betreiber beispielsweise eines Krankenhauses in Deutschland, gibt es viele, könnte man sagen, man geht über die Niederlassung in Kanada und klagt dann eben gegen diese strengen Auflagen, obwohl die natürlich im Sinne dann des Patienten sind. Und das ist schon eine sehr bedenkliche Entwicklung, die auch bei CETA wirklich explizit formuliert wurde. Man möchte eben die Standards angreifen, die es gibt, sowohl auf dieser Seite des Atlantiks als auch auf der anderen Seite, und nutzt eben diese Schiedsgerichtsverfahren, um quasi das durchzusetzen. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir jetzt eben, Sie haben die Flyer ja auch hier ausliegen, dass wir jetzt eben CETA auch ganz oben auf der Agenda haben, als Bündnis hier vor Ort. Wir machen, wie gesagt, da kommt Gudwin Elges nochmal dazu, wir machen hier vor Ort eine Kundgebung, die sich in erster Linie um das Freihandelsabkommen CETA mit Kanada richtet. Aber auch die Großdemo in Köln, wo eben CETA der Punkt ist, wo wir vielleicht auch nochmal, das ist ja auch eines unserer Anliegen, vielleicht auch nochmal die Sozialdemokraten ein Stück weit unter Druck setzen. Es gibt ja sehr, sehr viele Sozialdemokraten, die sehr kritisch sind, was CETA angeht, die auch teilweise bei uns im Bündnis mitmachen. Und es ist dann eher die Führung, also Gabriel und andere, die da in eine andere Richtung wollen. Wir wollen natürlich auch versuchen, den kritischen Teil der Sozialdemokraten mitzunehmen, um damit auch den Druck so weit zu erhöhen, dass die Sozialdemokraten vielleicht sogar noch einknicken. Dafür brauchen wir aber viele Leute auf der Straße und dafür ist es wichtig, dass viele teilnehmen. Darf ich in dem Zusammenhang noch ergänzen? Es erinnern sich ja noch alle an unser Tango gegen TTIP in Münster auf der Stubengasse und natürlich auch
2014 in Berlin im Oktober. Und in Köln wird es auch wieder ein Tango-Tanzen gegen CETA geben, jetzt speziell auch natürlich auch TTIP und TISA, aber CETA steht auch hier an oberster Stelle. Und von daher wollte ich das auch nochmal bekannt machen, dass da vielleicht auch wir noch mehr Unterstützung bekommen von der Seite. Ja, ich habe zwei Zitate gefunden, die in dem Zusammenhang, was Sie gesagt haben, vielleicht noch interessant sind. Also das eine bezieht sich auf TTIP. Da hat nämlich der Sprecher des US-Handelsbeauftragten, der Michael Froman, der hat gesagt, also zu den Äußerungen von Sigmar Gabriel, die Verhandlungen machen in Wahrheit ständig Fortschritte, hat er gesagt. Und es liegt in der Natur von Handelsgesprächen, dass nichts vereinbart ist, bis alles vereinbart ist. Insofern ist es nicht im geringsten überraschend, dass einzelne TTIP-Kapitel noch nicht förmlich beschlossen worden sind. Das zum TTIP und zur SPD. Da sagte Robert von Olberg, der Vorsitzende der SPD in Münster, sagte, wir lehnen das Freihandelsabkommen ab, wie es im Moment uns bekannt ist. Ne? Er verweist auf die roten Linien, die im Vorfeld formuliert worden seien. All das, was wir jetzt zu CETA wissen, verletzt aus unserer Sicht an vielen Stellen diese roten Linien. Ne? Und nun kommen wir zur Demonstration oder zu den Demonstrationen. Ist gerade viel zu tun, Gott, wie ja, im Moment habe ich wirklich reichlich Arbeit vor mir. Ja, zum einen natürlich unser Warm-up am 10.09. hier in der Gruppenstube von Münster, direkt hier am Prinzipalamt, direkt vorm Rathaus. Und ich hoffe, dass wir möglichst viele Leute werden. Die ganze Aktion heißt 5 vor 12, CETA stoppen, dann ist es wirklich 5 vor 12, nicht sogar noch eine Minute vor 12. Weil wir müssen es wirklich hinkriegen, möglichst viele Leute zu mobilisieren, möglichst viele Leute auf die Straße zu bekommen, um halt diesen Protest auch deutlich zu machen. Das muss man hören, das muss man sehen. Und ich bin also schon des Öfteren darauf angesprochen worden, ob das vielleicht eine Konkurrenzveranstaltung zu Köln sei. Nein, im Gegenteil. Wir wollen natürlich viele Leute, die jetzt auch auf den Prinzipalmarkt kommen am 10.09. wollen natürlich auch gerne mitnehmen nach Köln. Weil in Köln ist es schon sehr, sehr wichtig, dass wir sehr, 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 sehr viele Leute werden. Und dass wir vielleicht die angestrebte Marke von 30.000, die Veranstalter ja immer noch hochhalten, dass wir die vielleicht auch knacken und dass wir vielleicht auch doppelt so viele werden. Das wäre ein äußerst gutes Zeichen für die Bewegung, die sich gegen diese Freihandelsabkommen und ich sage mal gerne immer Konzernermächtigungsverträge richtet. Weil es geht ja nicht an, dass unsere Demokratie faktischerweise abgeschafft wird, indem demnächst in regulatorischen Räten entschieden wird, welche Gesetze denn überhaupt noch gemacht werden dürfen, um zum Beispiel irgendwelche Standards zu erhöhen. Und ich denke mir, da muss sich jeder auch empören und da muss auch jeder auf die Straße gehen. Auch die Leute, die sich jetzt vielleicht im Internet empören, die vielleicht sich die eine oder andere Sache auch schon angesehen haben. Ich kann da nur daran erinnern, befassen Sie sich mal mit Kanada, befassen Sie sich mal mit dem Thema Teersande oder mit dem Thema Frankenfisch. Das sind alles solche Sachen, wo man mal nachschlagen kann, was da auf uns zurollt für Lawinen. Und am 17. September, also 10. September, Walmart in Münster, 17. Am 17. in mehreren deutschen Städten gleichzeitig. Genau, in 7 verschiedenen deutschen Städten gleichzeitig, unter anderem auch in Köln, habe ich ja gerade schon gesagt. Aus Münster fahren Busse dorthin. Wer sich informieren möchte und wer eine Busfahrkarte kaufen möchte, möchte sich bitte bei uns im Internet kundig machen unter www.münster-gegen-ttip.de. Und wie gesagt, es ist äußerst wichtig, dass wir viele werden, es ist äußerst wichtig, dass wir unser Gesicht endlich zeigen. Und insofern, ich hoffe, viele Leute am 10.09. hier in Münster auf dem Prinzipalmarkt auch zu sehen. Hast du schon, also bei der Planung, wer so spricht, ist das schon abzusehen? Da haben wir leider noch nicht ganz den Plan voll. Es wird auf jeden Fall nicht ein Rednerinnenprogramm geben, sondern wir wollen es wieder so machen, wie wir es bei Tango gegen TTIP gemacht haben, dass wir verschiedene Talkrunden schwerpunktmäßig zu verschiedenen Themen machen. So, das hat man ja oft bei Kundgebungen, es wiederholt sich sehr viel, es wird dann auch irgendwann langweilig. Und so versuchen wir halt auch
die Öffentlichkeit zu informieren, indem wir halt schwerpunktmäßig Themen ausgreifen, die halt in diesem Papier, in diesem CETA-Papier vorkommen. Und die Leute, die da hinkommen, die können dann zuhören? Die können zuhören, die können Busplakaten auch noch kaufen, die können ja, sich überhaupt informieren, wer noch nicht informiert ist. Wir werden auch Informationsmaterial natürlich mitbringen. Sie können sich auch zum Beispiel am Volksentscheid gegen CETA und TTIP beteiligen, den Sie unterschreiben. Und ja, ab 17. September läuft ja auch dann die Volksinitiative NRW, wo ich dann auch nochmal alle Leute auffordern möchte, bitte unterschreiben Sie, dass wir möglichst viele Unterschriften bekommen, damit sich der Landtag damit befassen muss. Um vielleicht dann eine Mehrheit zu bilden im Bundesrat gegen... Gegen CETA, TTIP und Co. Ja, es gibt ziemlich viele Wege, sich zu beteiligen. Wir haben diesen wunderschönen Raum bekommen von der Stadt Münster, hier im Stadtwahlhaus, im das Audio-Zimmer. Michel, du hast das organisiert. War das schwer oder war das einfach? Nein, ich bin da wirklich auf Zustimmung gestoßen. Es war sofort Bereitschaft, das zu unterstützen. Die Stadt hat sich auch bereit erklärt, am 10.09. einen Redner auch mit auf die Tagesordnung zu setzen. Und also die Zusammenarbeit mit der Stadt fand ich wirklich hervorragend, kann man nicht anders sagen. Hast du den Eindruck, dass die Stadt an sich und die Probleme, die auf die öffentliche Daseinsvorsorge zukommen können, dass sie das schon verstanden haben und deswegen auch unterstützen? Also ich war ja schon mal zum Gespräch mit Herrn Newe und dessen Dezernenten und habe das auch klar gemacht und es ist nicht ganz auszuschließen, dass das vielleicht ein bisschen verstanden worden ist. Das hoffe ich jedenfalls. Ja, dann sind wir bei Sonstiges. Alles, was wir vergessen haben, können wir jetzt noch sagen, Franz. Ja, ich würde ja noch was ergänzen, und zwar letztens beim Flyern. Da bin ich ganz böse von einem Freihandelsabkommen-Befürworter angemacht worden, was ich denn da für einen wahren Unsinn verbreiten würde. Er würde Handel betreiben. Und was das alles bedeutet, wie viel Papier er ausfüllen müsste, was den Zoll angeht. Und da habe ich den Menschen auch erklärt, dagegen hätten wir auch gar nichts gegen solche Erleichterungen. Es ging uns nur um die Einflussnahme auf die Gesetzgebung und unsere demokratischen Strukturen, die diese Freihandelsabkommen mit beeinflussen. Kann ich nur wieder sagen, dass wir nicht gegen Handel sind. Ist es vielleicht dieses Wort Freihandel, das da suggeriert, da passiert etwas Positives, etwas, das Freiheit schafft unter den Menschen und Völkerverständigung? Denke ich auch. Dass nur frei ist eigentlich für die Konzerne gemeint. Die sind frei. Frei zu walten und zu schalten. Denke ich mal. Von der Seite müsste man das frei betrachten, eindeutig. Also Freiheit das für wen? Das muss man mal erklären. Freiheit für Großkonzerne. Ich möchte auch noch was ergänzen, bitte ganz kurz. Vor ein paar Jahren haben wir uns hier in Münster erfolgreich dagegen gewehrt, dass die Stadtwerke privatisiert wurden. Und im Rahmen dieses CETA-Abkommens ist es also durchaus möglich, dass diese Stadtwerke demnächst, es muss ja dann auch ausgeschrieben werden, wenn bestimmte Sachen verhandelt werden sollen, zum Beispiel der Busverkehr oder der Strom oder das Wasser. Und es ist also durchaus möglich, dass diese Stadtwerke binnen kürzester Zeit vor dem Ausstehen, weil halt Großinvestoren kommen, die es erstmal billiger machen wollen, aber dass wir dann hinterher vielleicht das Problem haben mit dem Wasser wie in Portugal, dass die Qualität schlechter wird, aber die Preise um 400% steigen. Und das sollte sich jeder mal zu Gemüte führen. Das geht wirklich hier jeden an. Das geht jeden Münsteraner, jede Münsteranerin, das geht überhaupt die Bevölkerung. Es geht jeden an, dieses Thema. Und deswegen ist es halt wichtig, auch Gesicht zu zeigen. Und das ist wirklich so ein Punkt, wenn man sich das deutlich macht, es gibt im Internet ein schönes Papier der deutschen Wasserwirtschaft, was das wirklich verdeutlicht, was da auf uns zukommt. Deswegen, also der Verband der deutschen Wasserwirtschaft hat sich eindeutig gegen CETA, gegen TTIP ausgesprochen. Genauso wie zum Beispiel auch die Kommunen. Deswegen werden wir auch von der Stadt Münster unterstützt. Es gab hier einen Ratsbeschluss und ich finde es ganz gut, dass die Stadt Münster auch gegen CETA ist. Und TTIP und Co. Und
damit quasi auch für einen gerechten Welthandel. Für einen gerechten und solidarischen Welthandel. Ja. Vielleicht letzte Frage, weil es eine Frage ist, die mich auch immer wieder bewegt und die ich auch in manchen Foren immer wieder lese. Was passiert, wenn wir gewinnen? Was passiert danach? Ist dann alles eitel Sonnenschein? TTIP und CETA sind dann gegessen und dann ist die bessere Welt da? Oder nicht? Was passiert an dem Tag danach, wenn tatsächlich, wenn wir gewinnen? Was passiert dann? Fällt alles auseinander oder wird es weitergehen? Was ist euer Gefühl? Also ich denke mir, was wünscht ihr euch? Ja, ich denke mir, dass die Diskussion über TTIP und CETA, ja, ich sag mal, eine wirtschaftliche Alphabetisierungskampagne war. Und es ist auch relativ egal, welche Buchstaben da stehen und wie die Buchstaben in der nächsten Zeit heißen, in der Nach-CETA-Ära, wenn wir gewinnen. Und ich hoffe ja, dass wir gewinnen, dass die Demokratie sich durchsetzt. Und ich denke mir, dann muss es weitergehen. Und dann müssen wir auch mal die Freihandelsverträge mit Afrika unter die Lupe nehmen, die Deutschen ja geschlossen haben. Ja, und das wird nicht enden damit, dass wir jetzt hier gewonnen haben. Es wird übrigens auch nicht damit enden, dass wir, wenn wir verlieren. Weil ich denke mir, gerade wenn CETA durchgewunken wird, müssen wir zahlreicher werden. Weil wir müssen unsere Demokratie schützen. Und das ist eine Aufgabe, denke ich mir, die ist riesengroß. Gerade wenn CETA durchgewunken wird. Wir müssen uns dann wehren. Und wir müssen dann auch wieder ganz, ganz viele Leute sein, die sich dann wehren. Wir dürfen dann nicht sagen, um Gottes Willen, jetzt haben sie schon wieder was entschieden, über unsere Köpfe hinweg. Und dann in Schockstarre verfallen, so wie das zum Beispiel am Ende der Friedensbewegung war. Ne, sondern gerade dann müssen wir aufstehen. Und für die Sachen, die wir erkämpft haben in den letzten Jahren, für die guten Standards, für eine soziale, in Anführungsstrichen, Marktwirtschaft, dafür müssen wir dann wirklich kämpfen. Genau, also ich denke, ich würde da direkt daran anknüpfen. Wir haben ja gesehen, dass viele Menschen, die vorher total, also wenig politisch aktiv gewesen sind, über die CETA- und TTIP-Auseinandersetzung aktiv geworden sind. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was wir vom Bündnis aus ausstrahlen wollen. Das ist sozusagen nicht reicht, sich auf Parteien zu verlassen, auf Parlamente zu verlassen, sondern selber für seine eigenen Rechte quasi aktiv zu werden. Und ich glaube auch, dass, also sollten wir gewinnen, das kommt natürlich jetzt darauf, werden die nächsten Monate zeigen, ob es gelingt, sozusagen eine größtmögliche Breite herzustellen in der Gesellschaft gegen TTIP und CETA. Aber sollten wir gewinnen, ist es damit, glaube ich, auch nicht vorbei. Aber wir haben tatsächlich ja aktuell auch die Frage über die Flüchtlinge so. Und die Merkel sagt ja auch immer sozusagen, wir müssen auch gegen die Fluchtursachen was machen. Ich denke, dass diese Diskussion total interessant sein wird, weil wenn man über Fluchtursachen spricht, dann muss man auch über die Frage der sozusagen ökonomischen Grundlagen, ökonomischen Handelsverträge, die beispielsweise mit Afrika bestehen, muss man darüber reden. Ja? Wenn beispielsweise im Senegal oder in anderen Teilen Afrikas den Leuten das Fisch weggefischt wird und die Leute gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen. Auch das ist eine Frage, die man sozusagen von der Flüchtlingsfrage nicht abtrennen kann. Und genau, ich denke generell, also ist jetzt so meine persönliche Meinung, ist es auch wichtig, generell über die Grundlagen unserer Gesellschaft zu diskutieren, also auch die Frage zu stellen, ist es eigentlich eine gute Gesellschaft, worin dann sozusagen die Profite eigentlich der letztendliche Motor sind, oder brauchen wir nicht auch eine Diskussion mal über eine andere Weltwirtschaftsordnung? Welchen Rücken wird der Umstand eigentlich erzeugt? Ich wollte noch mal sagen, was du gerade sagst, dass Leute, die sonst früher sich nicht für Politik interessiert haben, gemerkt haben, dass da etwas schief läuft, zu denen gehöre ich auch, die also gerade durch diese Entwicklung angestachelt worden sind, dass ich also nur immer höre, dass Wirtschaftswachstum an erster Stelle steht, wenn die Wirtschaft wächst, geht es uns allen gut. Und ich denke, da die soziale Schere immer weiter auseinandergeht, das stellt man ja gebetsmühlenartig immer wieder fest, aber es bleibt alles beim Alten, ist trotzdem dieser Wert so hoch gehalten und wird anderen sozialen, zwischenmenschlichen Beziehungen und Fürsorge, dem wird das übergeordnet. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe auch, egal ob jetzt CETA durchkommt oder nicht, andere Werte mal in den Vordergrund zu stellen und damit auch vielleicht
andere gesellschaftliche Denkmodelle zu entwickeln. Das wird auch unsere Aufgabe sein. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, wenn ihr damit einverstanden seid. Dem ist absolut nichts hinzuzufügen. Ja. In diesem Sinne, schön, dass Sie alle da waren. Wir können jetzt noch gemeinsam den Kaffee leer trinken. Sie können uns gerne noch in Einzelgesprächen konfrontieren und wir können ein Foto machen, wenn Sie möchten. Bleibt mir abschließend noch zu sagen, von Münster bis nach Kreta stoppt TTIP, Teaser, CETA.